Die Stirn zeigt uns, wie wir denken, und das ziemlich exakt. Im Face Reading interpretieren wir also, wo liegen unsere Schwerpunkte und Stärken in puncto Denken. Und das sehen wir am Aufbau der Struktur und der Form der Stirn. Und das betrachten wir gleich etwas näher. Und in diesem Video erfährst du natürlich auch, was das Ganze mit Intelligenz zu tun hat. Werfen wir mal einen Blick auf die Stirn und ihre Interpretationsmöglichkeiten. Im Face Reading und der Psychophysiognomik teilen wir die Stirn zum besseren Verständnis in drei Teile ein. Und zwar in die Unterstirn, hier über den Augenbrauen, den mittleren Bereich und die Oberstirn unter dem Haaransatz. Und jedes dieser Stirndrittel steht für eine besondere Stärke im Denken. Die Unterstirn, die steht für unsere reale Auffassung, für unsere Beobachtungsgabe, für unser Denken im technischen, realistischen. Und wenn wir da eine Wölbung haben, eine Dominanz, dann sind wir da stark ausgeprägt. Und dort sitzt auch unser Gedächtnis. Also das reale Erfassen ist dann großes Talent, wenn wir da einen Schwerpunkt, eine Wölbung, eine Dominanz haben. Wenn wir eine Dominanz in der Oberstirn haben, dann haben wir die Stärke im visionären, sozialen, im ethisch-moralischen Denken stark unterwegs zu sein. Und wir haben auch ein starkes Vorstellungsvermögen, und dort in diesem Bereich sitzt auch unsere Intuition. Also die Verbindung zu Höherem und eben auch zu Instanzen des ideellen Denkens und eben der Vorstellung der Fantasie. Die mittlere Stirn verbindet die beiden. Da geht es ums logische, systematische Denken. Und da können wir natürlich auch Stärken haben. Wie das so aussieht, diese Dominanz im einen oder im anderen Bereich, möchte ich dir jetzt einfach mal ganz kurz hier in meinem Lehrbuch zeigen. Ich bin Anita Hornlink, ich bin Expertin für Face Reading und Psychophysiognomik. Ich habe ein Lehrbuch geschrieben, auf dem auch meine Ausbildungen aufbauen. Es ist ein ganz konkretes Lehrsystem, mit dem dir das Erlernen des Face Readings und der Psychophysiognomik ganz leicht gemacht wird. Mit anschaulichen Bildern und wirklich logischer Struktur, mit Merkmalslisten fällt es leicht, diese komplexe Thematik des Menschenlesens zu erlernen. Und ich zeige dir mal dieses Kapitel über die Stirn. Du siehst hier also diese drei Formen der Stirn in ihrer Dominanz. Und natürlich mit entsprechenden Erklärungen kannst du da ganz leicht einsteigen. Was hat jetzt auch dieses Thema Denkleben, was wir in der Physiognomik an der Stirn betrachten, mit Intelligenz zu tun? Wir sagen ja so allgemein, ja, jemand ist schlau, ist intelligent, der kann was im Bereich des Denklebens. Aber wir sind da eben auch total unterschiedlich. Und es gibt so viele Formen von Intelligenz. Und da gibt es eben die realistische Intelligenz, die sich im Daten-Fakten-Bereich gut positioniert und da starke Qualität hat. Es gibt aber auch die soziale Intelligenz, die intuitive Intelligenz. Und es gibt auch die praktische, pragmatische Intelligenz. Also Menschen, die in der Lösungsorientierung sehr, sehr gut sind. Das ist dann eben hier diese Ausprägung in der Mittelstirn. Und wenn wir einfach nur von Intelligenz sprechen, ist das zu wenig. Überleg du mal, in welchen Bereichen der Intelligenz deine Stärken liegen, und schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Und dann kannst du gucken, ob du auch eine Dominanz, eine starke Ausprägung eben im entsprechenden Stirnareal feststellst. Wenn nicht, dann frag mich. Guck, dass du beim nächsten kostenlosen, gratis Schnupperabend oder Webinar dabei bist.
welches ich monatlich veranstalte. Und da kannst du auch konkret Fragen stellen, die du nicht alleine lösen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du diese Materie zu deiner machst, wenn du Lust daran hast, dich selbst besser zu verstehen, deine Stärken besser zu verstehen und natürlich damit dann auch erfolgreicher und potenter im Leben zu stehen. Und wenn du auch Lust hast, andere Menschen besser zu erkennen, zu verstehen und natürlich ihnen auch zu helfen, sich selber besser zu verstehen. Das ist alles das, was Face Reading und die Psychophysiognomik können. Und das ganz leicht und so praktisch und direkt packbar und erfahrbar. Ich bin immer wieder begeistert, wie schnell man einen Menschen auf seine Stärken und Qualitäten hinweisen kann und natürlich auch sich selbst viel besser zur Geltung bringen kann mit seinen Potenzialen, wenn man darüber Bescheid weiß. Für mich ist Face Reading das natürlichste und effektivste Coaching-Tool, also Selbsterkenntnis und wie ist der andere gestrickt? Das liegt nicht nur auf der Hand, es steht uns ins Gesicht geschrieben und es macht riesen Spaß, da einzutauchen und diese Methode zu lernen. Wenn du Lust hast, buche ein kostenloses Beratungsgespräch, steige irgendwie ein, nimm Kontakt zu mir auf oder wir sehen uns in einem der nächsten Live-Veranstaltungen über Zoom. Ich würde mich total freuen und wünsche dir alles, alles Liebe und Gute und niemals vergessen, vertrau dich.